Ja, hallo ihr Lieben. Heute sind wir bei Angela Markendorf in Freienthal. Hallo Angela. Hallo Luise. Und man merkt doch gleich, wo wir sind hier, ja, im ländlichen Bereich, weil man hört, die Hühner, Laufenten haben sie jetzt mal gerade Mittagspause, glaube ich. Ansonsten hätten wir die heute auch noch mal so ein bisschen. Aber es ist ja schön idyllisch hier und wie ihr seht, wir sind gerade dabei, Blumengestecke zu machen. Die wir heute auch natürlich brauchen. Und Angela, erzähl mal, wie lange wohnst du schon in Freienthal? Also ich wohne in Freienthal knapp 30 Jahre. Oh, doch schon lange. Ja, und habe mich gut eingelebt. Und du bist ja nicht hier gebürtige Freientalerin. Was hat dich hierher verschlagen? Ich bin aus Brandenburg und der Liebe wegen hergezogen. Schön, schön. Das hören wir mal gern, ja? Dass man das. Und es ist ja natürlich auch wirklich sehr ländlich hier und du bist auch Landfrau. Seit wann bist du Landfrau? 15 Jahren ungefähr. Oh, doch schon eine lange Zeit, ja? Super. Und ich habe gehört, du hast mir ja erzählt vorhin, du machst auch immer die Erntekrone für die Erntekönigin, richtig? Für die Brandenburger Erntekönigin, die Krone, die sie auf dem Kopf praktisch hat und verliehen wird an dem Ja, Tag, wenn sie es super. wird. Ja, schön. Wie bist du zu dem hier Blumengestecke machen und so weiter gekommen? Wir machen ja nur heute Blumengestecke und haben auch schon ein paar Sträuße gemacht. Na, ich habe damals praktisch den Garten übernommen von meinen Schwiegereltern und habe eben auch Sachen angebaut, die man eben halt essen kann oder Sträuße einbinden kann. Früher habe ich überwiegend Sachen gekauft, also Pflanzen, die halt getrocknet worden sind, die man dann halt, wo man länger was von hat. Und weil mir die Sachen halt praktisch nicht gefallen haben, die getrockneten, die waren meistens gefärbt. Die Pflanzen und ich wollte gerne versuchen, halt so naturgemäß was zu machen. Weil wir damals auch angefangen haben, alte Möbel zu sammeln und dann sieht es ja toll aus, wenn da zum Beispiel so eine getrocknete Girlande oder so Ja, total. drauf ist. Und dann ging es los. Ja, und später kam dann irgendwie so ein bisschen der Verkaufswagen hinzu und eben die frischen Sträuße. Ist total schön. Wir haben ja nachher, ich hoffe, das werdet ihr noch im Film sehen, haben wir ja nachher noch mal, kann man mal sehen, was hier alles so auf dem Hof von Angela zu sehen ist. Das ist ja so irre. Und ich finde auch deinen Garten ganz, ganz hinreißend. Also wirklich, das ist so, als wäre er verwunschen. Weil du auch wirklich, das hast du ja auch schon gesagt, du magst es auch nicht, wenn es so ganz gerade ist, sondern Genau, man genau. findet bei dir auch immer tolle kleine Ecken irgendwo. Ja, das ist total schön. Und du machst ja Sträuße auch immer fürs Wochenende irgendwie. Wie läuft das? Genau, für den Verkaufswagen halt. Ah, Also, okay. wie gesagt, wenn Blumen da sind, so ab circa Mai, es geht dann los bis September, Oktober, solange Ah, wie man okay. halt Blumen hat. Ja. Und ja, und nebenbei stehen dann halt noch ein paar andere Sachen auf dem Garn. Angela nimmt jetzt mal ein und erklärt Genau. uns das mal ganz toll an einem neuen. Hier kriegst du einen, Ach kannst so. du noch mal einen schön stecken von Anfang Okay. an. So die Arbeitsschritte bitte für interessierte YouTuber, die sich das angucken wollen oder mal Okay. ausprobieren wollen. Wir machen es ja ein bisschen anders, als man es als Floristin lernt. Da arbeitet man ja irgendwie von der Hauptblume nach außen. Wir haben es andersrum gemacht, damit man auch schön sieht, ob alles abgedeckt ist an Steckmasse. Das kann man dann jetzt hier auch bei Angela gut sehen. Du machst das auch so eben, nicht? Dass du von außen nach innen gehst. Genau, weil es eben relativ kleine Stecke sind und da Ja, sollen ja finde nur für ich das Stehtische, klar. genau. Genau, Da wir braucht man haben. auch wenig Material. Richtig. Ja, wir haben heute also die Preisverleihung in Potsdam-Mittelmark, familienfreundlich in PM und wollen natürlich hierfür die Gestecke machen. Wir haben das normalerweise sonst immer über die Azubis machen lassen im OSZ Großkreuz. Das sind immer Floristen-Azubis. Das Problem ist, dass durch Corona eben viele Läden geschlossen haben jetzt oder eben auch keine Azubis mehr ausbilden, sodass wir nicht genug haben, die uns da helfen. Deswegen habe ich mich dieses Jahr verzweifelt mal an die Landfrauen gewandt und hoffe, dass wir das also dadurch jetzt haben wir das super hingekriegt und dass
dafür danken wir dir auch, Angela, dass du da eingesprungen bist und uns sozusagen rettest. Gerne, gerne. Angela, hier auch das Dickmännchen hier, was du hast, das ist ja auch aus deinem Garten. Also du Bodendecker. Genau. Wir verwenden hier ganz schön viele Sachen aus deinem Garten. Ja, überwiegend. Total. Also hier gut. Im Garten oder eben im Garten von meiner Schwiegermutter. Mhm. Und ja, also ich versuche wenig halt dazu zu kaufen an Blumen. Mhm. Ja, denn es ist mal irgendwie so eine größere Feier oder so, wo eben mehr Blumen gebraucht werden oder eine bestimmte Farbe. Ja, dann muss ich es auch kaufen. Aber ansonsten versuche ich halt alles. Aber das macht das auch aus. Deswegen kommen sie auch zu dir und sagen, sie möchten eben, weil sie eben diesen regionalen Bezug haben. Es sieht also auch einfach schön aus. Ja, das muss man ja mal sagen. Und das sind dann auch Kunden, die genau das wollen. Das muss man auch sagen. Mhm. Dann hast du ja noch eine Leidenschaft neben der Pflanzerei, auch Keramik. Also du töpferst. Genau. Also diese kleinen, süßen, ich zeig mal eins hoch, diese kleinen, süßen Teile hier sind auch vorher von Angela in liebevoller Handarbeit gefertigt worden. Man sieht hier überall auch Blattabdrücke drauf. Total schön. Da hast du Salbeiblätter. Hast du reingedrückt. Genau. Total cool. Und man, es spielt jetzt hier auch immer eine Rolle, auch hier diese kleinen süßen Herzchen. Die hat sie auch gemacht. Ja, und das macht das auch alles irgendwie nochmal, also hat dann doch den gewissen Charme, den also andere nicht haben. Ja, weil da ist so viel Liebe drin hier. Auch der Sinn dabei, dass ich eben töpfer, weil es eben zu meinen Sachen passt, weil die eben so bäuerlich rustikal sind. Ja, total. Und dass man sich dann sein individuelles, was man selber eben haben will, dafür selber machen kann, praktisch. Ja, ja. Und dadurch ist die Idee entstanden. Und für uns Städter, man kriegt ja in gewissen Blumenläden oder Blumenladenketten, wir wollen mal keinen Namen erwähnen, kriegt man ja schon diese, also auch so zum Beispiel Eukalyptus oder so in einer ganzen Masse so und kann im Grunde genommen dann auch da sich Sachen holen, um dann eigene Gestecke zu machen. Genau, genau. Ja. Man kriegt auch, wie gesagt, viel auch vorbereitet, wenn man jetzt so größere Stecke macht an Reben und Herzen und so. Und ich mache es eben überwiegend selber aus Birke und ja, ich nehme auch manchmal als Unterlage von Gestecken eben Dachsteine zum Beispiel. Ah, cool. Oder eben Sisal. Ja. Und also alles, was eben rustikal ist. Mhm. Und Sisal sehen wir nachher, also ihr habt es ja im Film, das haben wir jetzt nicht noch gezeigt, wie wir das angefertigt haben, aber die großen Vasen mit diesen Glitzi-Blättchen, das ist Sisal mit Rosenblüten drin. Getrockneten, also total. Und Lavendel. Und Lavendel, der Hammer. Also, ja, was soll ich da sagen? Bin völlig geflasht. Angela, ich hatte ja erwähnt, dass du töpferst auch nebenbei, aber du probierst dich da auch immer wieder neu aus und hast da was ganz Cooles. Erzähl doch mal hier diese Flaschen, die du da hast, wie das entstanden ist. Ja, das habe ich mal irgendwo gesehen. Dort hatten sie solche Sachen für Snacks oder so, bei Weinverkostung. Und dann habe ich es halt mal ausprobiert, ob es auch funktioniert in meinem Brennofen, wo ich auch die Töpfersachen sonst mache. Mhm. Und man kann die für alles Mögliche nehmen. Also die werden gekauft praktisch. Man kann hier Steingartengewächse raufpflanzen oder eben diverse andere Deko-Sachen als, wie gesagt, für alle Zwecke. Und jetzt sind verschiedene auch bei, die halt so praktisch eingraviert wurden mit einem Dremel, was ich jetzt gerade bei bin, neu zu machen. Und wie gesagt, die sind zeitlos. Ja, total. Und ist halt so als Nebenprodukt von den Keramiksachen entstanden. Und man kann die einmal so nehmen, um irgendwas raufzupacken, aber du hast auch welche, die hängen. Genau, genau. Als so Windfang für den Garten zum Beispiel und Steine drin sind. Oder Muscheln. Genau. Mhm. Ja, total schön. Wir haben ja ganz viel aus deinem Garten, Angela, genommen, hatten wir ja schon gesagt. Also nicht nur das, was wir hier als Untergrund nehmen für die Gestecke, sondern auch Dahlien, ja? Genau. Die sind ja nicht winterhart, da hast du Knollen, die machst du jedes Jahr neu, oder? Genau, genau. Hm, okay, und dann haben wir auch, du hast ja das Schwein, muss man ja sagen, du hast hier einen Eukalyptusbaum, einen winterharten, Halleluja. Ja. Dadurch kannst du natürlich hier viel verwenden, was wir hier so haben, ja? Wir haben heute ja auch schon Salbei verwendet und Minze, Schafgarbe und wie heißt das andere? Das Gelbe?
Reinfahren. Reinfahren, danke. Das ist mir jetzt entfallen. Sachen, auch Gräser. Wir waren heute draußen. Das haben wir vielleicht vorhin, haben wir es ohne Ton gefilmt. Wir haben Schilf geholt und lauter lustige Gräser. Sauerampfer. Und Sauerampfer, die auch, ja, die auch geblüht hat, also schöne Rottöne drin haben, um dann auch wirklich hier diesen ländlichen Touch besonders schön hinzukriegen. Ja, also Leute, ihr seht, man kriegt es ziemlich schnell hin, man hat eine schöne Steckmasse, die muss man über Nacht oder so immer wässern oder reicht es, geht es schneller? Nicht, geht schneller, geht aber schneller. Man soll es nicht runterdrücken, sondern einfach bloß auf dem Wasser hinlegen und dann... Genau. Also ihr seht jetzt, Mittag ist vorbei, Mittagsschlaf, und unsere kleinen Rotrenner, die Laufenten, wollen auch mal was hier zum Thema beitragen. Ihr hört sie also noch im Hintergrund hier, ja. Wir werden noch ein bisschen weitermachen. Ihr wisst jetzt, wie es geht, und bis zum nächsten Mal. Danke, Angela. Gerne. Im Abspann werdet ihr noch mal sehen, ein paar Kontaktdaten, falls ihr euch auch online mal was an Keramik oder so schicken lassen wollt oder kommen lassen wollt. Ja, dann wisst ihr, dass das alles hier mit einem ländlichen Touch. Also seid gespannt. Wir werden noch mal hier im schönen Freiental sein und freuen uns dann, euch wiederzusehen und zu, ja, ihr könnt auch mal liken. Okay, Juti. Also, tschüss, bis bald.